Hallo und herzlich willkommen zur Delikates.ch Kochshow. Ja, Lieben, heute machen wir eine weiße Tomatensuppe. Was braucht ihr dafür? Oregano frisch, Essschalotten, Frühlingszwiebel, Knoblauch, da habe ich den Sturz schon rausgenommen in der Mitte, frischen Basilikum, Butter, Pfeffermühle, Olivenöl, Salz und Zucker, Tomaten, Champagner, Rahm, auch Sahne genannt, und Tomaten, die habe ich vorab schon gezuckert und gesalzen, dass sie Wasser ziehen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ihr seht, für die weiße Tomatensuppe, habe ich euch ja gesagt, müsst ihr alle Tomaten, die ihr so zu Hause habt, vielleicht weiche oder die ihr nicht mehr gerne essen mögt, entweder tut ihr die in den Tiefkühler und tut sie dann schon geschnitten in den Tiefkühler. Und wenn ihr das dann braucht, dann tut ihr die geschnittenen Tomaten in eine Form salzen und zuckern. Und dann lasst ihr das sicher mal 2 bis 3 Stunden stehen. Und dann gibt das hier solche Flüssigkeit. Und das zeige ich euch jetzt mal mit einem Löffel. Da sieht man das, glaube ich, fast besser. Diese müsste man jetzt noch durchs Tuch machen. Das zeige ich euch nachher. Und wenn man das durchs Tuch macht, ist diese Flüssigkeit fast klar. Also fast wie Wasser. Und das gibt uns die Möglichkeit, aus diesem Tomatensaft eine weiße Tomatensuppe herzustellen. Jetzt passieren wir das gerade durch und ich habe mir jetzt schon einen Topf parat gemacht und zeige euch das, wie das zum Schluss aussieht. Ihr seht, passiert Resten. Ihr wundert euch jetzt sicher, dass es leicht rot ist. Wie gesagt, ihr braucht ja nicht den ganzen Fond. Und ihr habt ja vorhin gesehen, im Löffel, wenn ich nur ganz wenig nehme, ist dieser Fond, er ist nicht wirklich rot. Das ist jetzt nur, weil viel drin ist. Jetzt denkt euch noch den Rahm dazu, der da reinkommt, und schon ist die Suppe weiß. Jetzt haben wir die Tomaten passiert und ihr habt gesehen, es hat sich oben so ein roter Film gebildet, wo man davon ausgehen kann, dass es dann doch zum Schluss eine rote Tomatensuppe wird. Aber ich werde euch gleich zeigen, dass dieses Krümelzeugs von der Tomate, da muss man wirklich durch ganz feine Tücher gehen, dass da alles hängen bleibt. Aber es gibt einen viel einfachen Trick. Halbe Stunde stehen lassen im Kühlschrank, dann setzt sich das alles ab und ihr seht den glasklaren Fond. Und jetzt kümmern wir uns um die, sozusagen, um die Einlage. Diese Tomaten sind für die Einlage. Und als allererstes nehmen wir da die Sturze raus. Und dann nehme ich jetzt so ein Messer und nehme die raus und tue die oben über Kreuz leicht anschneiden. Das mache ich mit der zweiten auch noch. Könnt ihr ruhig großzügig schneiden. Zack. Zack. So, das war das an Vorbereitung und die tun wir jetzt da drinnen blanchieren. Ihr seht, das Wasser kocht wie Wäsche und das muss es auch. Und jetzt machen wir die Tomaten da rein. Und im Normalfall dauert sowas, sagen wir mal, zwischen 10 und 20 Sekunden, bis sich hier die Haut löst. Die müsst ihr Geduld haben. Am besten merkt ihr das, wenn die Tomate, wenn sie hier, ihr seht, da platzt sie leicht an und dann ist es schon ein gutes Zeichen, dass die fast fertig ist. So, und wenn sie dann so ist, wenn sie sich dann leicht löst, wie hier, dann ist sie gut. Und die tun wir jetzt im Wasser abkühlen. Nehmen wir die Tomaten raus, die habe ich jetzt schon geschält, weil ihr habt ja gesehen, die Haut hat sich fast von selber abgelöst. Und dann durch die Viertel und durch das Kerngehäuse rausschneiden. So,
Und jetzt schneiden wir die in Würfel. In der Fachsprache heißt das Tomate concassée. Gleichmäßig große Würfel. Das heißt auch vorne und hinten diese Abschnitte, die kommen weg. Da vorne kommt weg, dass man wirklich nur ganz schöne Würfel hat. Schalotten. Die müsst ihr nur grob zusammenschneiden, das ist nur die Suppe anzuziehen, um noch ein bisschen mehr Geschmack in die Suppe zu bringen. Also. Dann etwas Knoblauch. Den wollen wir auch nur grob zusammenschneiden. Und von der Frühlingszwiebel, da habe ich mir gerade überlegt, das erste, das grüne, das nehmen wir noch mit für die Garnitur. Das legen wir mit da oben hin. Und das da, das tun wir jetzt mit anziehen. Jetzt habe ich hier Olivenöl schon in der Pfanne. Das muss auch nicht so extrem heiß sein, weil wir wollen ja nicht, dass diese Zwiebel verbrennt und es Farbe gibt, sondern wir möchten das nur leicht anschwitzen. Deswegen gehen wir auch mit Temperatur ein bisschen runter, dass wir das wirklich nur anziehen. Also müsst es nur anschwitzen, wie gesagt, das muss keine Farbe nehmen. Dann machen wir von dem frischen Oregano gerade mit rein. Samtstiel. So, und dann tun wir auch gerade ablöschen. Champagner. Und ihr Lieben, das lassen wir jetzt kurz aufkochen. Jetzt kommt die Premiere, jetzt kommt der Saft raus, der Saft. Das muss ich langsam machen. Ich weiß nicht, ob man sieht, ihr seht schon, die leichte Bewegung reicht schon. Und diese kleinen Tomatenstückchen fliegen mir schon wieder im Saft rum. Aber ihr seht, das, was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dieser Fond ist glasklar. So, stellt das dahin. Da machen wir jetzt einen Teil da rein. Da muss ich jetzt natürlich schnell gießen. Wer natürlich zu Hause ein richtig enges Tuch hat, wo man das schön durchpassieren kann, dass das auch noch hängen bleibt, wäre natürlich vom Vorteil. Da muss man das jetzt nicht so machen wie ich. Aber ihr seht, das ist kein Problem. Das Geschmäus ist immer noch unten. Und jetzt müsst ihr halt die ganze Geschichte mal sicher 30 Minuten ganz langsam köcheln lassen. Und dann müsst ihr probieren, ob dieser Tomatengeschmack in dieser Suppe drin ist. Wenn nicht, noch ein bisschen Saft mit dazu. Der ist eigentlich schon von Haus aus sehr konzentriert, dieser Saft. Deswegen braucht ihr da nicht sehr viel. Aber je nach Gusto müsst ihr probieren, ob euch der Tomatengeschmack reicht oder nicht. Ich würde sagen, jetzt lassen wir das eine halbe Stunde kochen und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Garnitur. Garnitur ist im Prinzip ganz einfach.
ganz wenig Olivenöl in die Pfanne. Dann das ganz wenige von der Frühlingszwiebel da rein. Das tun wir jetzt wirklich nur ganz kurz anziehen. Wirklich nur ganz, ganz kurz. Kommt die Tomaten gleich mit dazu. Und das war's im Prinzip schon. Das könnt ihr schon ausstellen. Jetzt machen wir ein bisschen Salz. Ganz wenig Zucker. Dann etwas Pfeffermühle. Und dann, ihr Lieben, würde ich sagen, tun wir unsere Suppe für mixen und dann können wir anrichten. Die Suppe ist fertig und jetzt geht's ans Mixen. Jetzt passieren wir das durch Sieb. So, dann geben wir die Butter dazu und jetzt schäumen wir die Suppe richtig auf. Wie beim letzten Mal bei der Kürbissuppe, das Rezept verlinke ich euch unten, da habe ich euch gezeigt, wie man Suppe richtig schäumt. Und genau das gleiche, das machen wir hier jetzt. Ihr seht, ich bin am Schäumen, ich sage es am besten gerade jetzt, weil wenn ich mixe, ist es so ein Lärm, da hört ihr nichts mehr. Also ihr seht, nur die wenigen Stöße vom Mixer, das gibt einen richtig coolen Schaum und deswegen machen wir das ein bisschen länger, bis der Schaum dann hält. Ich habe jetzt hier schon den Basilikum, da nehme ich das Herz aus und von dem Oregano zupfe ich mir so 1, 2, 3, 4 Blättchen, also nicht zu viele, weil der sehr geschmacksintensiv ist, also 3, 4 können wir uns zupfen. So, und dann nehmen wir noch 2 Basilikumblättchen und schneiden die in ganz dünne Streifen. Wenn ihr Basilikum in dünne Streifen geschnitten habt, solltet ihr diesen sofort verwenden, weil sonst wird er schwarz. Also, den habe ich jetzt in die Tomaten gemacht. Und es gibt 2 Möglichkeiten, diese Suppe zu servieren. Entweder ihr macht sie in so eine tiefe Suppe. Da macht ihr unten Einlage. Oder ihr macht es hier in einen Suppenteller. Da könnte man jetzt hier einen Ring reinmachen, die Tomaten ziemlich nach oben bauen. Das ist wie ein Tartar aussieht zum Schluss. Da könnte man nämlich hier dieses Basilikumblatt ansetzen. So, jetzt richten wir die Suppe an. Und zwar als erstes in die Suppentasse. Jetzt machen wir ein bisschen Schaum. Und am Rand lasst ihr jetzt die Suppe einfließen. Meine Lieben, schaut euch diesen Schaum an. Und dieser Schaum ist weiß. So. Den anderen Teller, da mache ich jetzt die Suppe in 1 Liter Maß. Und zwar nur ganz wenig, weil je weniger, umso besser. Und gieße das an. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. So, und mit einem Löffel könnt ihr dann diese Schaumakzente setzen.
Wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. Für mich ist es am einfachsten in der Suppentasse. Aber ich dachte, ich sage euch mal die zwei Versionen. So. Dann kann man hier noch auf den Schaum diese Blättli verteilen. Und wer möchte zum Schluss ein bisschen Olivenöl. Wenn wir Glück haben und der Schaum ist so, der steht so gut, dann hält er sicher auch so. Nein, er hält es nicht. Gut. Muss ja nicht unbedingt sein. Aber wer will und den Schaum noch besser zum Stehen bringt, dann hält auch so ein Tomatenwürfel oben drauf. Aber ich finde, sowas sieht super aus, macht viel her und macht eigentlich, ist kein großer Wareneinsatz, also man braucht da nicht viel Geld. Ein Tomatensaft aus Tomaten, die man vielleicht nicht mehr braucht. Wenn sich jetzt viele fragen, für was so viel Tomaten zusammenkloppen. Man kann problemlos, wenn man jetzt eine Tomate sieht, dass die schon am, ich sage jetzt mal, am Weichgehen ist und man möchte sie so nicht mehr essen, dann kann man die getrost im Tiefkühler halten und wenn man genug zusammen hat, dann kann man diese schöne Suppe kreieren. Also Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen dieser coolen Suppe. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Rezept. Bis dahin, euer Masseprinz. Du nimmst jetzt nicht auf, oder? Was guckst du rum, verdammt?